Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zum F1 Manager. Heute geht's nach Miami und wir haben ganz okayes Wetter. Nicht ganz so sonnig, wie es wahrscheinlich in Miami sonst oft sein dürfte, aber gut genug, um ein trockenes Formel-1-Rennen zu absolvieren. Und heute gehen wir in dieses Rennwochenende als KWM-Dritter und WM-Führender in Form von Lando Norris. Absolut phänomenal, was sich da jetzt die letzten Male ergeben hat. Also ich bin komplett hinweg. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir auch langfristig da performance-technisch oben bleiben. Und für die Leute, die eventuell primär den Uncut-Kanal verfolgen und auf dem Hauptkanal nicht so oft unterwegs sind, sei angemerkt. Werte Damen und Herren, checkt auch sehr, sehr gerne auf dem anderen Kanal geht gerne nochmal auf den anderen Kanal, weil für euch wird es dann interessantes Zeug geben, denn die F1 Manager-Karriere mit Jacques Tractif ist wieder da. Also wer F1 Manager-Content mag, für den lohnt es, oder primär vor allem den F1 Manager-Content mag oder mochte, für den lohnt es sich jetzt definitiv wieder auf dem Hauptkanal vorbeizuschauen und dort halt eben, ja, mit der anderen Karriere ebenfalls noch eine zweite Serie dann zu haben, die sehr, sehr nice werden dürfte. So, gucken wir mal. Weil ich habe das Auto da auch jetzt aufgerüstet und ihr bekommt jetzt mal einen kleinen Sneak Peek, ne? Also für euch alle, die hier auch gerade auf dem Uncut-Kanal unterwegs seid, zumindest was die Trainings-Performances angeht, schien das Auto echt stark zu sein. Also, wir haben zuletzt jetzt zwei Upgrades gebracht. Ich habe über Notfallproduktion Heckflügel und Frontflügel dann auch noch schnell ans Auto gebracht, damit wir da diese Upgrades auch wirklich schnell und effizient anbauen und sofort testen können, sofort davon profitieren können. Das war mir die, 2 Millionen etwa hat das, glaube ich, gekostet, auch absolut wert. Und deswegen habe ich das halt dann zack, zack gemacht. Und die Trainingssitzungen sprechen zumindest eine klare Sprache, das Auto ist extrem stark. So. Wir werden jetzt auch nochmal... Ah, warte mal, gibt es hier nochmal so eine Kontrollbox? DRS? Oh. Ja, okay, für die anderen Fahrzeuge gibt es das nicht, weil im Prinzip... Das hatte mir zumindest mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es teilweise nicht so 100% repräsentiert ist anhand der Spielgrafik. Also wenn du jetzt zum Beispiel Norris hier zuguckst, oder Hauger, dann ist das Öffnen und Schließen des Flügels innerhalb der Spielgrafik nicht so repräsentativ, ob der Heckflügel jetzt wirklich auf oder zugeht. Und man kann sich da eher orientieren daran, was diese Symbole hier sagen. Und natürlich ist es hier quasi nur eine Bestätigung dessen. Was ich mir gerade überlegt habe, ist, darüber könnte man ja erfahren, ob zum Beispiel dann Hamilton oder so, gegen den ich jetzt mit Alpine zuletzt gekämpft habe, ob der jetzt DRS hat oder nicht, ja? Leider vielleicht dann auch nicht, weil, wie gesagt, das gilt ja nur fürs eigene Auto. Schade. Aber mal schauen. Wir lassen die Fahrer noch ein bisschen weiterfahren und werden die dann gleich an die Box holen, wenn ungefähr noch 35 Minuten auf der Uhr stehen. Lassen wir noch ein, zwei Ründchen länger. So. Auf geht's. Ich habe den F1-Manager auch jetzt ein, zwei Mal über Controller bedient, weil ich dann manchmal an meinem Arbeitsrechner sitze. Das ist noch nicht so gut alles. weil ich dann manchmal an meinem Arbeitsrechner sitze und quasi von da hinten, das ist eigentlich auch ganz cool, ne? Weil ich habe da auch eine Capture Card im Arbeitsrechner und im Prinzip kann ich dann immer... Wait. Boah, Kurvengeschwindigkeit muss ich dann nochmal anpassen. Ja. Das wird eng. Ich kann dann auf jeden Fall immer auf den anderen Rechner, auf dem anderen Rechner dann zugreifen auf die Capture Card Aufnahme und kann darüber das dann halt immer steuern. Das ist eigentlich ganz cool, weil darüber mache ich es dann halt so, dass ich sage, hey, ich spiele das jetzt einfach mal schnell mit Controller, während ich nebenbei, keine Ahnung, ein anderes Video schneide oder mal gerade ein Thumbnail erstelle, dann kannst du eigentlich das ganz gut nutzen. Man sagt ja eigentlich immer, konzentriere dich auf eine Sache, wenn du arbeitest, ja, weil sonst
bringst du Sachen durcheinander und Multitasking ist teilweise ein bisschen schwierig oder so, aber ich glaube, im Endeffekt bei sowas kannst du durchaus auch das eigentlich ganz gut hin. Also wenn du das gut gemanagt bekommst alles und das sinnvoll machst und eine klare Struktur gerade im Kopf hast und wirklich fokussiert bist, kann ich mir vorstellen, du kannst ein Thumbnail erstellen, dann 2, 3 Klicks hier machen, dann machst du halt am Thumbnail weiter. Ich meine, das ist eh gerade etwas, was ja dann primär im Hintergrund abläuft und deswegen spart man ja dann irgendwo die Zeit ja schon. Was ich ein, zwei Mal auch schon mal gemacht habe, ist beim F1-Manager das Training halt laufen lassen und währenddessen irgendwie kurz in die Küche zu gehen, mal was zu essen zu machen oder so. Das gab's durchaus auch schon mal. Oh Mann, oh no, 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 bitte keiner von uns. Gelbe Flagge. Boah, 6 und 8000stel Sekunden. Das ist gerade sehr eng zwischen den Top 3. Und tatsächlich ist es noch keines der Autos, was man so richtig erwarten würde. Also klar, mit Red Bull schon. Aber eher würde man da mit Max Verstappen rechnen als mit Perez. Wobei Perez auch im WM-Kampf drin ist. Es ist aktuell ohnehin sehr, sehr eng. Also 7 Punkte zwischen Norris und Perez. 13 sind es dann zu Sainz. Zu Leclerc wird es schon ein wenig deutlicher. Das sind 25 Punkte. Während Pierre Gasly dann schon weniger als die Hälfte der Punkte von Lando Norris hat. Und leider ist auch Fernando Alonso punktetechnisch, was die Ausbeute angeht, noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte. In der Konstrukteurswertung ergibt sich daraus, dass wir 9 Punkte hinter Ferrari sind. Es gab aber auch so ein, zwei unglückliche Szenarien halt für uns. Ich glaube, Fernando Alonso wurde ja beim letzten Mal auch abgeräumt einmal. Passiert, wird besser. Ja, und genau die Frage kam dann in den Kommentaren auf, die wurde auch von jemandem beantwortet, warum ich denn da an die Box gegangen bin. Und die Erklärung, die da abgegeben wurde als Antwort, die war auch richtig, weil das Fahrzeug, ja, jetzt ist mein Hirn quasi kaputt, kurze Ladezeit im Hirn. Weil die Reifen tatsächlich auch einen Schaden abbekommen hatten davon und die waren bei 18% und ich habe halt überlegt, okay, 18% gebrauchte Reifen, ich weiß nicht mehr, wie viele Runden das waren, 4, 5, 6, 7 Runden oder so. Es waren vor allem harte, glaube ich, versus du nimmst nochmal frische Softs mit und pushst quasi nochmal die restliche Renndistanz durch. Da war für mich eigentlich klar, was ich da nehmen werde und was sich da als deutlich besser erweisen würde. Und jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie wir das hier gut gemanagt bekommen. Könnt ihr mir das so vorstellen ungefähr? Das könnte eigentlich funktionieren. Wir gehen mal auf 25 Runden, die Alonso da mit diesem Reifensatz absolvieren soll. Und wenn das ein gutes Setup ist, dann werden wir da auf den Medium-Reifen wechseln vorzeitig und komplett durchfahren. Und ich gucke nochmal ganz kurz. 8013019 34. Okay. 03. 03, ja. Bisschen anders ist das Setup von Norris dann wahrscheinlich schon. Bereits bei der Traktion müssen wir da ganz andere Dimensionen anstreben. Aber, was cool ist, bei 2 Werten haben wir ungefähr schon das Optimum ausgelotet. Das heißt, wir können uns daran auch schon orientieren und das sieht eigentlich insgesamt, glaube ich, recht gut aus. So, gucken wir mal, wie es abläuft. Wie es weitergeht. So. Alonso. Direkt hinter Norris. Lassen wir erstmal nur Norris das ERS verwenden. Weil die Autos im Zweifel auch nicht zu nah aneinander dran sind. Das hatten wir ja schon mal in deiner Alpine-Saison. Dass die beiden Fahrer sich dann dezent im Weg standen. Da hat der eine den anderen aus dem Weg geräumt. Das möchte ich natürlich nicht. So, Norris, komm, push mal den Motor ein bisschen. Zieh von Alonso weg. Dann können wir auch langsam aber sicher entspannt aufatmen und beide entspannt fahren lassen. Ja, genau so. Machen wir bei beiden mal ausgewogen jetzt rein.
Autoteilekenntnis ist jetzt mittlerweile wieder bei 100%, das ist cool. Was es definitiv erleichtern wird, dass wir mit beiden Fahrzeugen, bei beiden Fahrern auch 15 von 15 Bonusleistungspunkte holen. Beim Setup bin ich eigentlich auch sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass insbesondere bei Alonso das Setup jetzt schnell zünden wird. Bei Norris könnte das noch einen Moment dauern. Vielleicht brauchen wir da das dritte Training für. Aber vielleicht auch nicht. Ah, genau das Gegenteil eingetreten von dem, was ich eigentlich dachte. Na gut. Okay. Aber sagen wir so, wie es ist, ne? Wir sind auf einem unglaublich guten Weg mit dem Setup. Ich probiere es nochmal so. Ich glaube halt, dass die Traktion der einzige Knackpunkt gerade ist bei Alonso's Setup. Deswegen schauen wir mal. So. Ja, Norris macht hier easy die Streckeneingewöhnung gerade. Voll. Wichtig ist halt nur, dass keiner unserer Piloten hier jetzt nochmal irgendeine Kollision oder dergleichen hat. Weil das würde uns ein bisschen das Genick brechen. Da müssen wir wirklich Kohle investieren, dass wir die neuen Teile auch nochmal haben. Nochmal bauen. Und das möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Lass mal Norris draußen. Okay, jetzt ist der Boxenstopp eh, oder? Ja, komm, jetzt holen wir ihn rein. Im dritten Training kann er ja dann weitermachen. Ach ja, vielleicht sollten wir ihn nochmal eine Runde oder so auf dem Medium rausschicken. Weil sonst bringt das dann auch nichts. Moment. Muss mich kurz mal am Bart kratzen. Ja, weil sonst gehen die beiden Softreifen weg und da müsste ich das im letzten Training nochmal machen, dass er einmal die Medium kurz fährt und dann nochmal die harten lange fährt. So muss ich einfach nur einmal die harten aufziehen und gut ist. Und Alonso steckt da gerade kurz im Verkehr fest hinter Sebastian Vettel. Wir machen mal kurz ERS saven. Auch ein bisschen hier managen. Ehe wir dann hier ein bisschen weiter pushen. Kann man hier eigentlich Overtake aktivieren und dafür sorgen, dass dann der Fahrer wirklich auch im Training überholt? Weil im Training wird überholt, aber ich habe das Gefühl, dass die da sehr, sehr konservativ oft einfach hinterherfahren und wirklich sehr vorsichtig an das Ganze herangehen. Was ja dann für sich auch ein sehr guter Ansatz ist. Genau wie der Ansatz beim Setup. Nice! 99% haben wir beim Setup. Wundervoll. Oh, 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 oh. Perez nimmt Kurve 4 weit. Ja, im zweiten Training hat sich das alles dann wieder so ein bisschen normalisiert. Hamilton hat einen Unfall. Nee, das meinte ich natürlich nicht, aber Verstappen ist auf der 1, Sainz ist auf der 2, auf 3 haben wir George Russell, 4. ist Perez, 5. ist Magnussen. Der Haas ist eigentlich ein echt starkes Auto, bloß im Spiel ist die Haas-Fahrerkombination, ob jetzt die jetzige, die wir gerade im Spiel haben, oder die erste mit Mick Schumacher und Magnussen, die ist wirklich kriminell schlecht, also im Spiel umgesetzt, ja, wohl bemerkt. Also, die hauen das Auto ja wirklich in jeder Situation raus, wo es sich nur gerade als potenzielle Möglichkeit ergibt. Könnt ihr mir vorstellen, irgendwie muss das jetzt, genau, nicht optimal sein. So? Vielleicht? Ich hoffe, dass das jetzt passt, bitte. Ansonsten wird es mit der Streckenerfahrung schwierig. Aber im schlimmsten Fall haben wir jetzt 97% beim Setup-Vertrauen. Und auch das wäre ja sehr gut. Also das wäre im Zweifel kein großes Problem. Weil das können wir mit 100% Streckenerfahrung definitiv dann kompensieren. Formulieren wir es mal um. Alles, was ich jetzt an Setup verlieren kann, wäre einfach über die Streckenerfahrung zu kompensieren. Und dementsprechend wäre das Ziel einfach jetzt Streckenerfahrung sammeln. Streckenerfahrung sammeln, Streckenerfahrung sammeln. So,
Daruvala hatte einen Unfall in Kurve 13. Ich habe es gerade gesagt, ne? Also Haas, ob jetzt in der aktuellen Combo oder in der vorigen Combo, ist im Spiel unfassbar schlecht umgesetzt. Und wir fahren jetzt quasi mit harten Reifen einfach mal das ganze Training durch. Das mache ich ja oft mal gerne. Und ich finde es auch krass, dass Alonso gerade so eine schnelle Zeit gefahren ist. Wahrscheinlich wegen des Windschattens von Norris, den er dann hatte, und dem DRS. Aber sonst ist ja die Norm, dass sie einfach nach und nach und nach Zeit dazu gewinnen, weil der Reifenabrieb nicht so viel kostet, wie man durch den Gewichtsverlust an Zeit gewinnt auf den harten. Ich finde die Daruvala-Zeit sehr gut. Die ist competitive, sehr competitive. Und da haben wir zum Beispiel einen Fall von Überholmanövern. Pierre Gasly hat sich da sowohl gegen Alonso als auch gegen Norris durchgesetzt. Und Alonso jetzt wieder mit einer sehr starken Zeit. Wahrscheinlich, weil wieder eine Lücke da war, er den Windschatten nutzen konnte und easy dann wieder an Norris jetzt dran ist. Und Setup ist bei 100%. Sehr cool. Sehr cool. Ich war mir nicht mehr 100% sicher, ob da die Bremsbalance, die Bremsstabilität wirklich weiter rechts war davor, weil das hatten wir schon auf optimal, aber anscheinend schon. Da hat mich mein Erinnerungsvermögen mal nicht getrügt. Ich fände es tatsächlich jetzt cool, wenn Alonso und Norris mal permanent getrennt sind voneinander und Alonso jetzt auch repräsentative Zeiten dann fährt, wobei jetzt Norris von Albon Windschatten hatte und seinerseits mal eine sehr schnelle Runde gefahren ist. Man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, er ist 4,5 Zehntel schneller als Alonso. Andererseits, gut, Motorenkomponenten wissen wir nicht, wie es aussieht. Und vor allem hatte er jetzt die Runde mit Windschatten zu einem späteren Zeitpunkt als Alonso. Also als Alonso Windschatten hatte, hatte er noch mehr Gewicht mit dabei. Und jetzt probieren wir mal ein bisschen den Motor auch hoch zu schrauben, die Leistung. Gucken wir, ob wir an die 33,7 rankommen. Eine 33,2 und 33,7 jetzt von Norris. 34,0 von Alonso. Ich bin mal jetzt gespannt, wie das dann läuft. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz hier ERS voll aufdrehen. Im Zweifel könnte es auf eine Runde hin oder her natürlich noch drauf ankommen, ob Alonso die 100% Streckenkenntnis holt. Deswegen im Zweifel lieber eine Runde mehr fahren. Norris ist durch mit dem Training. Alonso lassen wir noch kurz weiterfahren. Er hat jetzt einen Haas hinter sich und Hamilton. Beide, ein Haas und auch schon Hamilton, sind schon kollidiert. Ich glaube aber Magnussen noch nicht. Und Daruvala hatte einen ordentlichen Schaden anscheinend am Auto, weil der ist seither auch nicht weitergefahren. Verrückt. Joa. Also das letzte Training absolvieren wir oder beenden wir auf Platz 18 und 19. Zwei Zehntel Differenz zwischen den Fahrern. Alonso holen wir jetzt rein. Man kann nie sicher genug sein. Und was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Hamilton sich da jetzt nochmal irgendwo verbremst? Dann zieht er uns im Zweifel in Mitleidenschaft. Und so sind wir eine Runde früher an der Box und können hoffentlich ein wundervolles Rennwochenende einleiten. Überall die 100. Das ist natürlich herausragend. Das ist cool. Es ist auch immer wieder so, dass es mir ein Lächeln über die Lippen bringt. Sagt man das so? Ich habe immer wieder ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich das so sehe, weil ich denke mir immer so, cool. Das ist schon so ein bisschen ein kleines Achievement für einen selbst, dass man da hinkommt. 94% haben die zwei letzten Getriebe. Dann gehen wir bei Alonso auch schon mal stumpf auf die letzten Teile. Es ist wahrscheinlich kein Riesenunterschied, ob jetzt 93 oder 94% auf einer Komponente ist, aber im Zweifel möchte man ja im Renntrim ein Ticken mehr Performance haben. Weil, ey, eine Tausendstel hin oder her kann natürlich auch schon einen Unterschied machen. Gucken wir mal, wie es jetzt im Quali aussieht. Im Quali fast schon noch wichtiger. Ich bin ja jemand, der zwar, wenn er selbst F1-Spiele spielt, nie so super viel Wert aufs Qualifying legt, aber ich sag mal so, im F1 Manager habe ich das Gefühl, da ist es wichtiger. Wir haben keinen Verkehr vor der Nase. Super. Norris, jetzt auch ein bisschen mit Windschatten. Und ich wollte gerade sagen, das war perfekt getimed.
damit er den Windschatten und das DR, ja gut, der ist egal, das hat im Quali jeder, aber damit er den Windschatten von Alonso nutzt und schaut mal, what? Was ist hier los? Er ist 13 schneller als Verstappen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und Leclerc ist eine langsame Zeit gefahren. Es kann natürlich sein, dass Verstappen und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Leclerc, dass die da Verkehr hatten in dieser jeweiligen Runde, aber ey, auch Alonso ist da konkurrenzfähig gerade. Wie um alles in der Welt schaffen wir das hier gerade? Während Charles Leclerc noch sehr gefährlich lebt. Die Runde muss sitzen, sonst muss der Ferrari weit hinten starten. Und auch der Alpine, also Alpine ist eigentlich auch sehr stark. Schaut mal, wo Ocon ist und wo Gasly ist. Boah. Das gab am Ende nochmal ordentliche Verbesserung. 2 und 9. Okay. Charles Leclerc und Sainz sind allerdings nur knapp vor Alonso gewesen. Die kamen dann nicht an Norris Zeit ran. Es war auch, wie gesagt, Top-Timing, wie wir das jetzt hinbekommen haben. Die Fahrer nach und nach rauszulassen. So, jetzt konzentriere ich mich mal darauf und versuche dasselbe zu machen. Eine umgekehrte Reihenfolge für Alonso. Es könnte klappen. Es könnte eventuell jetzt funktionieren, sodass wir Alonso eventuell ins dritte Qualifying bekommen. Leider beide jetzt mit Verkehr vor der Nase. Ah, 300stel der Unterschied zwischen den beiden. In diesem Qualifying werde ich versuchen, dass wir mit Norris Alonso Windschatten spenden, weil Alonsos Einzug ins dritte Qualifying durchaus gefährdet sein könnte, während wiederum Norris dann im letzten Qualifying zumindest einmal den Tow bekommen muss, damit er im Kampf um die Pole Position möglichst weit vorne ist. Also selbst wenn es nicht Pole Position wird, dann hoffen wir auf Platz 2 oder 3. Ein bisschen weit weg. Aber beide mit frischen Reifen. Im ersten Qualifying hat es ja eigentlich für Alonso auch geklappt. Ich hoffe, dass es jetzt im zweiten ebenfalls erfolgreich wird, dass beide Fahrer hier durchkommen. Platz 3 und Platz 6. Wie ist Mercedes auf einmal vorne? Vor allem, ja gut, also Verstappens Zeit und auch Norris Zeit konnte Hamilton im zweiten Quali aber nicht unterbieten. Wir wissen natürlich auch irgendwo, dass die Zeit von Norris natürlich auch durch den Windschatten durch Alonso begünstigt wurde, aber mal schauen. Sehr schön. Alonso recht nah dran an Norris jetzt. Im ersten Run geben wir Alonso den Windschatten. Und im zweiten Run drehen wir den Spieß um. Ah, vielleicht war das nicht so super viel Windschatten. Wir drehen den Spieß jetzt um und Alonso wird vor Norris die Runde fahren. P6 und P9 aktuell. Das ist natürlich, muss man genauso ungeschönt sagen, aktuell eine Enttäuschung, wenn man sich die vorigen Sitzungen anschaut. Aber es könnte auch einfach sein, dass die anderen noch... oder schon die frischen Reifen alle verwenden jetzt. Norris müsste sich ein bisschen da an Alonso ranknabbern, damit der da profitieren kann. Aber das kann funktionieren. Vielleicht sind sie ein bisschen weit auseinander. Boah! Oh mein Gott, Platz 2 und Platz 4. Alter, wir sind so krass. Hä? Aber schaut mal, die erste Quali-Sitzung hatte so was von einem Vorteil, zeitentechnisch, gegen die zweite und dritte. Was geht ab? Ey Leute, Lando Norris auf Platz 2, Alonso auf Platz 4. Wenn man bedenkt, dass wir im Renntrim oft stärker sind als im Qualifying-Trim, dann ist das jetzt gerade ein Moment, wo ich sehr viel Ehrfurcht bekomme und mir denke, Halleluja, was könnte hier noch alles passieren? Wir werden mal mit dem Medium-Reifen starten bei beiden Fahrzeugen.
Gewicht kann man gar nicht mal so viel extra mitnehmen. Ja, doch, ein bisschen. 2,2 Kilo. In Miami durchaus auch schon mal ein Problem gewesen in der Vergangenheit. Deswegen starten wir auch mal mit ein bisschen mehr. Und ich überlege jetzt, wie wir das angehen. Ich werde tatsächlich einfach versuchen, hinter Verstappen zu bleiben. Wir müssen natürlich schauen, ob wir das hinbekommen, was für Ressourcen wir dafür verwenden müssen. Aber das wird jetzt tatsächlich das sein, was wir probieren werden. Ziel Nummer 1, Verstappen besiegen. Ohne irgendwelche Tricks, ohne zu sagen, hey, ich dränge den dann in Leclerc oder sonst was. Einfach nur an Verstappen dranbleiben. Und oh Gott, wir müssen auf jeden Fall mit Alonso Leclerc überholen. Der hat nämlich harte Reifen auf dem Auto drauf geschnallt. Und wenn wir da nicht vorbeikommen, wird er allein durch die Reifen bedingt hier eine riesen Lücke zwischen Norris und Alonso reißen. Wichtig also, dass wir hier mit Alonso vorbeikommen. Oh, oh mein Gott, er hat's geschafft. Er hat's sofort geschafft. Oh mein Gott, Alonso, du bist ein absolutes Genie. Ja, also dass Verstappen jetzt der größte Rivale von Norris ist, das ist alles gerade egal, ne? Also wir versuchen jetzt wirklich absolut nur auf die maximale Punkteausbeute zu gehen, ohne auf irgendeine Rivalität oder auf einen WM-Stand zu schauen. Bedeutet, jetzt gerade ist es für mich das Wichtigste, tatsächlich zwischen Alonso, Norris, Verstappen und halt dann auch, also zwischen dieser Dreiergruppe und Leclerc, möglichst eine Sekundenlücke aufzumachen, damit halt eben der Ferrari nicht im Nachhinein diesen riesen Reifenvorteil hat, weil sonst können die dadurch hart profitieren. Das wäre halt schon ein bisschen unlucky. Ist ein bisschen unlucky auch schon gewesen, dass da Alonso jetzt Norris so mit einer Vehemenz überholt hat, weil ich glaube, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber jetzt, pünktlich zu Runde 3 gleich, haben wir hier auf jeden Fall schon mal den Abstand auf über eine Sekunde erhöht. So, und jetzt passiert genau dasselbe Manöver, nur andersrum. Alonso hat aber dadurch jetzt nicht so viel Zeit verloren. Entweder hat sich in dem Fall jetzt der Überholende oder der Überholte schlauer angestellt. So, und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie schaut's mit dem Management der ganzen Geschichten hier aus? Wir können auf jeden Fall einfach am Red Bull dranbleiben und eher es sparen für den Moment. Wir könnten aber auch versuchen, den Abstand zu Leclerc auf mindestens mal so 2-3 Sekunden anwachsen zu lassen. Weil sonst sowas passiert, dann ist Leclerc wieder dran und ja, wie ich gesagt habe, aktuell müssen wir halt drauf schauen, dass wir wirklich die Anzahl der Konkurrenten minimieren. Jetzt haben wir Verstappen DRS gegeben. Oh, gelb. Sektor 1. Nee, ein Haas. Da hat Magnussen seinen Fehler gemacht, den ich erwartet hatte. Wie gesagt, im F1-Manager ist es fast schon sehr, sehr vorhersehbar, wer hier welche Fehler macht. Oder wer hier Fehler macht. Also wir können jetzt auf jeden Fall ERS ansparen. Der Zeitpunkt, dass wir machen einmal Vollpush und ziehen weg, ist vorbei. Das können wir machen, wenn wir die Batterie wieder ein bisschen aufladen. Aber jetzt gerade ist das nicht mehr drin. Jetzt ist leider alles bis P10 immer noch im jeweiligen DRS-Fenster des Vordermanns, wobei Carlos Sainz sich da gerade ein bisschen schwer tut, aber ich gehe mal davon aus, dass er den Alpinen einholen wird. Verratet es nicht attraktiv, aber ich glaube, da ist der Ferrari schon deutlich besser als der Alpine und das könnte auch der Ferrari besser als der Alpine. Das könnte auch durchaus sein, weil jetzt ist der Alpine tatsächlich weit zurückgefallen und jetzt haben wir nach P6 schon mal kein DRS-Fenster mehr. Immerhin das. Das ist wieder ein kleiner Zugewinn für uns, für die taktische Komponente dieses Rennens. Und eine Sache müssen wir natürlich noch im Fokus halten, nämlich wie sieht es mit der Reifenentwicklung aus? Weil jetzt haben wir noch relativ wenig ansparen können. Und wir würden am Ende auf unter 30% droppen. Das ist natürlich... Oh mein Gott, bitte, bitte verbremst dich nicht, Charles. Bitte. Es wäre natürlich empfehlenswert, wenn wir mit beiden Fahrzeugen es hinbekommen würden, dann die Reifen entsprechend anzusparen und im Idealfall natürlich die letzten 3-4 Runden massiv pushen zu können. Und deswegen drehen wir jetzt auch nochmal das Ganze hier runter. Pierre Gasly, immer noch nicht im DRS-Fenster von Hamilton. Seine einzige Möglichkeit hier vorne nochmal den Anschluss zu finden wäre, das
Carlos Sainz ihn überholt. Oh, und oder hier vorne gefightet wird oder das sich ein bisschen staut. Ja, gut. Das ist jetzt tatsächlich dann passiert. So, aber ist okay. Wir konnten die Anzahl der Konkurrenz nur auf 10 reduzieren. Das ist okay. It's okay. Ist natürlich nicht ganz optimal, aber da es jetzt sehr unwahrscheinlich ist, dass es sich noch weiter hier vorne ausdünnt, müssen wir auf den Klassiker setzen. Resource saven und schön im DRS weiter chillen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Thema DRS zwar angegangen wurde, aber gefühlt nicht so stark verändert wurde, weil ich hätte schon ganz gerne, dass ich jetzt zum Beispiel Verstappen überholen kann und er im Zweifel in der Dirty Air einfach Probleme bekommt. Aber wenn ich ihn jetzt überhole, würde Verstappen halt mehr profitieren, als ich davon profitieren würde, wenn ich jetzt, wie gesagt, überholen würde. Deswegen, sie haben das Problem vielleicht ein bisschen entschärft oder diese Geschichte. Oh Gott. Dass man im DRS stärker ist, aber anscheinend nur ein bisschen geringfügig. 3% weniger haben wir auf den Reifen als Max Verstappen. Das resultiert wahrscheinlich auch daraus, dass ich bis jetzt noch gar nicht Reifen gespart hatte. Zumindest vor einer Runde noch. Und jetzt können wir gleich mal beobachten, wie sich das entwickelt. Wir haben ja ERS gespart zu Beginn des Rennens. Das haben wir ja jetzt abgeschlossen. Und ab jetzt konzentrieren wir uns gerade mal komplett nur auf die Reifen. Ja, und die einzige Hoffnung, dass Charles Leclerc jetzt nicht so einen riesen Vorteil haben wird im Laufe des Rennens, die einzige Hoffnung oder der einzige Grund zur Hoffnung ist, dass er ja quasi keinen Windschattenpartner haben wird. Während wir nicht nur in der ersten Rennhälfte, sondern auch in der zweiten Rennhälfte mit Max Verstappen uns mitziehen lassen können, wird er dann 5, 6, 7 Runden einfach komplett ohne Windschattenpartner auskommen müssen. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass die Kurve sich da relativ wohlgesonnen für uns entwickelt. Finde ich gut. Und wir sind auf 2 und 3 weiterhin. Also das ist auf jeden Fall auch schon krass. Wir könnten jetzt natürlich versuchen zu pushen. Und ich bin mir sicher, wir würden das auch schaffen. Wir würden da auch wahrscheinlich Leclerc aus dem DRS-Fenster rauskegeln können. Es wäre vielleicht sogar eine praktikable Möglichkeit. Aber ich möchte da tatsächlich gerade den Fokus auf die Reifen legen. Oh, und Leclerc ist zurückgefallen. Hui. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Was ich aber heftig finde, ist, schaut mal auf die Minimap. Ihr habt eine Gruppe hier vorne, besteht aus 10 Fahrzeugen. Die Gruppe dahinter geht bis der Ruvala. Das ist eine Gruppe aus 5 Fahrzeugen. Und noch eine Gruppe aus 5 Fahrzeugen haben wir da ganz hinten. Also diese Klümpchenbildung, unabhängig davon, wie ich das jetzt handhabe, die ist definitiv nach wie vor stark gegeben. Können wir eigentlich das ERS immer voll aufladen zum Rennen Ende der Runde hin? Bei Alonso nicht ganz. Na komm, nutzen wir das mal. Perez fightet gegen Leclerc. Das ist gut für uns. Wir müssen eigentlich auch keinen Sprit verbraten, aber jetzt wäre tatsächlich so der Moment, wo ich sagen würde, okay, wenn jetzt sich wirklich gerade eine Möglichkeit ergibt, Perez, Leclerc, Hamilton und Co. da jetzt aus dem direkten Verfolgerbereich, oh, Unfall mit mehreren Autos, eieiei. Ja gut, die Fünfergruppe hat sich gerade aufgelöst. Eine Katastrophe für Aston Martin. Was willst du machen, ne? Ist blöd gelaufen. Ja, aber wenn sich gerade die Möglichkeit ergibt, dass man hier mal kurz wegpusht, warum nicht nutzen, ne? Also warum nicht mal für ein oder zwei Runden das Zepter in die Hand nehmen? Im Zweifel vielleicht, genau, den Abstand auf etwa 2 Sekunden erhöhen. Zeitentechnisch. Ja, kamen sie jetzt ein bisschen ran an Alonso. Wobei, wenn man das mit Norris vergleicht, was Leclerc gerade gefahren ist, ist eigentlich gleich schnell gewesen.
Ja, und wir sparen vor allem halt bei Norris die Reifen enorm an. Also Norris dürfte, glaube ich, deutlich später auch den Prozent immer runterkommen jetzt. Ich meine, jetzt haben wir schon ein paar Runden absolviert und das auf immer, auch immer auf denselben Reifenanspruchsgraden. Und jetzt mache ich gerade tatsächlich das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte. Jetzt halten wir hier eher Verstappen auf. Das ist mir auch im Zweifel recht. Ja, also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn Verstappen in Leclerc oder so reingedrängt wird. Das ist halt jetzt nur ohne es zu wollen. Oh nein, Alonso, warum fällst du zurück? Hä? Pushmate? Ne, ohne zu wollen eigentlich, habe ich jetzt eine taktische Komponente gegen Verstappen angewandt. Und zwar ihn einfach nach hinten zu drängen in Leclerc. Das hatte ich ja vorhin angesprochen, das könnte man ja machen. Das ist eigentlich jetzt nicht so das Ziel von mir, aber ja, im Zweifel ist das okay, weil Verstappen ist halt der schärfste Verfolger von Lando Norris. Und wenn wir es hinbekommen, dass Lando Norris da ja, idealerweise einfach mehr Punkte zu Verstappen ausbaut, das wäre optimal. Das wäre sehr, sehr cool. So. Wir sind deutlich drüber, was die Prozente angeht. Wenn wir jetzt ganz normal die Reifen beanspruchen, dann werden wir, glaube ich, am Ende bei über 30% noch sein zu der Ziel-Boxenstopp-Runde. Aber warum nicht noch ein bisschen extra noch mitnehmen? Da kann man ja noch ein bisschen was rauskitzeln, ne? Pierre Gasly mit der schnellsten Runde, aber die Gruppe da weiter hinten, die ist jetzt weg. Also Charles Leclerc ist gerade wirklich der Einzige aus dieser Gruppe ab P4, die sich ja kurzzeitig so ergeben hatte, der jetzt hier mithalten kann. Und boah, oh mein Gott, was machen die hier? Alter, Verwalter Malta, ey. Ja, und dadurch hat Pierre Gasly jetzt kurz mal Ruhe. Das ist ein bisschen unerwartet, aber auch sehr cool, ehrlich gesagt. Also, wenn man da jetzt nicht mitten in dieser Gruppe ist, findet man es eigentlich ganz cool, wenn da jetzt sehr viel Zeit verloren wird. Vor allem, weil man jetzt wirklich ja, die Konkurrenz so ein bisschen ausdünnen sieht. Und im Fall von Charles Leclerc muss ich halt sagen, ist es ja auch nicht so schlimm, wenn der jetzt so stark punktet. Also sollte er dieses Rennen gewinnen statt Max Verstappen, wäre mir das halt lieber. Weil er dann Verstappen 7 Punkte wegnehmen würde. Und Charles Leclerc dann mit 13 weiteren Punkten, lassen wir die schnellste Runde mal aus, auf 68 hochkäme. Wobei Lando Norris, ja, bei über 80 da wahrscheinlich landen würde. Wir würden auch aktuell Ferrari in der Konstrukteursmeisterschaft überholen. Red Bull ist noch ein wenig außer Reichweite. Ja, wird natürlich primär jetzt davon abhängig sein, wo Red Bull sich hin entwickelt, wo Verstappen das Rennen beendet und natürlich auch, wo Perez das Rennen beendet. Ich gehe bei uns beiden, also bei unseren beiden Piloten davon aus, dass wir eigentlich auf dem Podium sein sollten. Wir sparen jetzt auch die Reifen mächtig an. Wir sind jetzt mit Alonso auf Höhe von Verstappens Reifenabrieb. Mit Norris sind wir da sogar aktuell schon besser beraten. Wahnsinn. Und je länger wir das jetzt hier durchziehen können, und wir können gerade sogar ein bisschen ERS sparen, das ist auch cool. Und dass Norris hier immer wieder mal eine Attacke gegen Verstappen wagt, ist auch geil, weil damit bleibt Alonso dran. Der pace-technisch ja schon oft ein bisschen gestruggelt hat die Saison. Aber dadurch können wir jetzt eigentlich mit beiden Autos gut dranbleiben. Wir können wirklich, wirklich viele Ressourcen sparen. ERS saven wir so oder so gerade massiv auch nochmal an und Reifen. Ja, im Prinzip schon seit fast Rennbeginn, also seit DRS freigegeben ist, konnte ich die Reifen fast hier komplett runterschrauben. Da habe ich ja sehr vorsichtig da erst rangetastet, aber das geht einfach. Und der McLaren ist aktuell einfach ein Auto, das wirklich aus eigener Kraft podiumstauglich ist. Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Ich muss gerade eine Sache nachchecken, weil wir haben gleich 6 Uhr und ich hoffe, dass das Forza-Video online gegangen ist. Was ich ja, just vor 2 Stunden jetzt aufgenommen habe. 6 Uhr morgens haben wir, ja. Werte Damen und Herren, ich habe um 9 Uhr mich hingelegt und habe ungefähr bis 1 Uhr oder 2 Uhr gepennt und dementsprechend bin ich da auch recht ausgeschlafen gerade oder auch recht ausgeruht und habe eigentlich keine großartigen Problemchen. Also ist jetzt nicht so, als ob ich mich auf Krampf bis 6 Uhr jetzt wach halte gerade, sondern es ist eigentlich recht entspannt. So.
Ich hole mal ganz kurz mein Handy. Ich check mal nur eine Sekunde nach, ob dann gleich die Discord-Benachrichtigung da ist. Alonso, hat er auf Startziel als DRS? Ich hoffe ja. Ja, perfekt. So, 6 Uhr glatt. Glatt, Auto macht so machen, ich mache so. Unfall. So, Dave Gaming Uncut. Naja, vor einer Minute. Und währenddessen fängt es hier draußen an zu regnen und Safety Car. Gasti ist raus. Uff. Ups. Ja, das ist teuer jetzt. Ja. Nee, ist nicht gut. Okay. Wir überlegen mal ganz kurz, was die alternativen Strategiemöglichkeiten wären. Also, wir könnten das Auto jetzt früher reinholen. Das würde uns 6 Sekunden Zeit kosten, in Runde 20 an die Box zu gehen. Würde ich jetzt eine Medium-Medium-Soft-Strategie anstreben? Wäre diese im Zweifel 10 Sekunden schneller. Und die Strategie ist an für sich auch schon 4 Sekunden langsamer. Es gibt halt ein paar offene Fragen. Gehen die anderen ebenfalls an die Box? Oder nicht? Das ist halt Frage Nummer 1. Ich vertraue mal auf das Tempo, das wir in diesem Auto haben. Und sage mal, wir gehen mit beiden Autos jetzt sofort an die Box. Und egal was ist, wir können uns im Zweifel entweder durchs Feld durchschlagen. Ich hoffe, dass viele reingehen und wir das nicht machen müssen. Und wir können später auch... Ah? Jawohl. Und wenn wir die einzigen gewesen wären, die jetzt reingehen... Oh Gott, das ist jetzt für Leclerc furchtbar, ne? Oh. Glaube ich zumindest, weil er kann jetzt von dieser Safety-Car-Phase nicht allzu sehr profitieren. Nein! Nein! Ach man, Alonso wird eventuell da jetzt ein bisschen... Ja, das ist nicht optimal. Ja, also... Wir sind auf 4 zurückgefallen und auf 8, 9, 9. Das ist definitiv... Das war worth it. Also perfekt. Oh, und Verstappen ist auf Hard. Und das wollte ich gerade sagen. Wenn die anderen auf Hard wechseln, können wir eventuell... jetzt in dem Fall müsste ich vielleicht kurz mit Norris warten. Mit Norris Alonso collecten. Und dann können wir mit beiden Autos durchpushen. Lol, Überrundete dürfen nun überholen. Krass, das haben sie ja sogar umgesetzt. Crazy. Und danach wird noch eine volle Runde gefahren. Ja, das... Alles richtig umgesetzt. So. Bei Norris beanspruche ich die Reifen noch nicht. Nur bei Alonso. Der muss jetzt überholen. Oh mein Gott, Norris ist jetzt schon an Verstappen vorbei. Let's go, Fernando. Do it. Zieh an Perez vorbei. Komm schon. Beim Anbremsen. Ja. Alter, Fernando, ach komm schon, Mate. Och Mann, ey. Eieiei. Weißt du, da hat er schon die schnellsten Reifen im Feld. Von allen Mitfahrenden. Und er holt sich einfach nicht die Position, sondern wird geschluckt. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
Natürlich wird sich erst auf Dauer zeigen, ob Medium, Medium Soft eine so smarte Strategie ist, aber Stand jetzt sind wir, glaube ich, noch suboptimal unterwegs. Eieieiei. Alles an ER ist verbraucht. Keine Position gewonnen. Die beiden Ferrari kämpfen gegeneinander. Let's go, komm! Jetzt mal, Lando, do it! Mach mal was! Mit Alonso fahren wir jetzt zu weit zurück. Ich wollte eigentlich Ressourcen schon, a la Lando Norris, aber der ist pace-technisch leider ein bisschen hinterher, Fernando. So, auf geht's, Lando. Jetzt probieren wir es nochmal. Do it. Einmal vorbeiziehen. Danke. Hast du gut gemacht, Lando. Und ja, jetzt müssen wir... Oh nein, lass nicht Ocon kontern. Danke. Oh, außenrum gegen den Ferrari. Oh mein Gott, das funktioniert. Das funktioniert. Overtake, 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 Overtake. Oh Mann. Er ist wieder dahinter. Egal, ist okay. Wir schonen jetzt mal ganz kurz wieder alles. Auf der nächsten Geraden können wir es vielleicht mal probieren. Ricardo ist zurückgefallen in der Zwischenzeit. Das ist gut. Da können wir jetzt mit Alonso gleich zum Überholmanöver ansetzen. Und jetzt Lando Norris. Volle Attacke. Und auch bei Alonso mal volle Attacke kurz. Sehr schön. Nein! Na. Leclerc und Ocon an der Box. Dann wird jetzt gleich auch Sainz reingehen. Komm schon, Fernando. Du musst hier halt vorbei, weil Russell wird hier wahrscheinlich nicht reingehen. Der war schon gerade drin, Mate. Also ich glaube mittlerweile fest daran, dass Lando Norris hier ziemlich sicher... Wahrscheinlich ziehen die so zurück, weil sie an die Box wollen, ne? Ich glaube ziemlich sicher mittlerweile an einen Lando Norris-Sieg. Ich glaube, die Harten werden am Ende zu ausgenudelt sein. Aber ich glaube, bei Alonso wird es halt schwierig, dass der da nochmal so... weit nach vorne preschen kann. Das stelle ich mir gerade echt schwierig vor. Egal, mit Norris erstmal kurz das Feld noch zusammenhalten. ERS sparen und dann Pam. Geht's ab. Mit Fernando Alonso sind wir jetzt nur dran erstmal. Auch hier, soweit wir können, saven. Oh, jetzt haben wir sogar Verstappen, der uns hier ein wenig unter die Arme greift. Ehrenmann. Ja? War da gerade eine Bushaltestelle, die ich nicht gesehen habe, oder was war hier los? Huch.
Norris ist aus Versehen aus dem DRS-Fenster rausgefallen, alles klar. Nice, Alonso vorbei. Sauber, weiter so, Mann. Hat jetzt kein DRS, aber ist okay. ERS meine ich. Ist er im Sekundenfenster gewesen vor dem Mercedes? Wäre super, wenn ja. Ja, ist er. So. Ab jetzt können wir auch mit Norris einfach mal ganz kurz komplett pushen und wegziehen. Ich bin mir sicher, dass es eigentlich klappen wird. Also, Overtake hier mal aktivieren. Nice. Und jetzt einsetzen. Und er wird wahrscheinlich in der ersten Sektion bereits unfassbar viel an Abstand rausfahren. Ah. Komm. Do it. Nein, lass dich doch nicht von Perez jetzt noch überholen. Boah, Verstappen bleibt echt nah dran. Schade. Egal, ich muss weiter pushen. Das ist die einzige Möglichkeit, jetzt Verstappen wirklich wegzubekommen. Ich muss da wirklich wegziehen, weil sonst kann Verstappen das zu einem späteren Zeitpunkt einfach aussitzen. Wenn ich jetzt nicht anfange, ein bisschen schon Abstand für den Boxenstopp rauszufahren, dann wird es ganz schwierig. Und Verstappen ist bei über einer Sekunde Rückstand. Top. Oh. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Aber jetzt hat er DRS nochmal. Aber auch nur auf einer sehr kurzen... Oh no, jetzt hat er wieder DRS. Nee, hat er nicht. Sehr schön. Er wurde einfach nur aufgehalten. Sauber. Perfekt. Ab jetzt kann Norris das vorne entspannt verwalten. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit Fernando Alonso noch irgendwie durchkommen. Wobei es jetzt fast schon zu spät ist für durchkommen. Jetzt ist es eigentlich eher Zeit für... Hey, wir verwalten hier möglichst alles und versuchen dann nochmal zum Ende hin auf... Oh, wait. Ja, die Strategie habe ich doch vorhin grob eingezeichnet, oder? Ja, so in Runde 42 wäre ein guter Zeitpunkt für einen Stopp. Perfekt. Dann haben wir jetzt auch mal die Graphen, woran wir uns orientieren können. Ah. Alter. Ja. Norris kann leider Verstappen gerade nicht davonziehen. Hm. Ja, also für Leclerc und Sainz, wie gesagt, für die Leute, die auf hart gestartet sind, war das ein furchtbares Safety Car Timing. Weil die haben jetzt einen riesen Rückstand. Da geht aktuell gar nichts. Ja, für Alonso war das jetzt natürlich auch furchtbar, die Situation gerade. Sowas war doch auch zwischenzeitlich mal besser, oder? Mit den Blue Flags. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach sehr anspruchsvoll für die KI in diesem Spiel, die dann auch vorbeilassen will, wenn dann plötzlich drei Autos von hinten ankommen. Ich habe da schon Verständnis für, dass das manchmal nicht perfekt umgesetzt ist. Es hat jedes Mal nur leider einen Schlag in die Magengrube, wenn man das so sieht. Weil es dann schon irgendwie schmerzt, wenn man sieht, dass der Fahrer plötzlich über zwei Sekunden weg ist. Und das taktische Element, worauf das Spiel irgendwo immer noch aufbaut, vor und nach dem DRS-Patch, ist weg. Weil das ist weiterhin DRS, worauf das taktisch aufbaut. So. Mit Lando Norris können wir aber sehr gut an Verstappen weiterhin dranbleiben. Das ist gut. Das ist entspannt. Solange wir da im Sekundenfenster sind, ist alles gut. Und mit Fernando Alonso würde ich jetzt zumindest gerne nochmal kurz die Reifen schonen, um dann nochmal ein bisschen mehr abzurufen, ein bisschen mehr zu pushen. Und jetzt im Idealfall eigentlich hinter Perez herfahren. Das ist halt schade, ne? Weil Alonso wird dann auf P16 jetzt rauskommen mit den frischen Softs. Während Lando Norris, boah, keine Ahnung, wo rauskommen wird. Wahrscheinlich irgendwo auch gar nicht so viel weiter vorne in Ferrari-Region, denke ich mal. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen anders, als ich es erwartet hatte, dieser Rennverlauf gerade.
Warum haben wir hier keinen DRS? Hä? Warst du beim Messpunkt vor Verstappen, Lando? Als ja, war das taktisch nicht so smart. Just saying. Reifenabrieb. Die Kurve davon, das ist sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir wieder im Sekundenfenster. Das ist das Ziel gewesen. Ah, mal mehr, mal weniger. Wir bleiben einfach mal dran. Ich probiere mal nicht zu viel Ressourcen zu verwalten, weil dann fallen wir wieder aus dem Sekundenfenster raus. Wollen wir nicht. Eine gute Methode ist, vor jeder DRS-Zone einfach mal hier auf Safe gehen. Wenn ihr hinter euch kein Auto habt zumindest. Weil sonst werdet ihr von hinten eventuell angegriffen. Aber so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr durch DRS dran bleibt. Und das kompensiert, was ihr hier verliert, durch kein DRS nutzen. Im ersten Sektor kann man aber hier aus dem DRS-Fenster rausfallen, wenn man da ERS saved, weil du hast kein DRS, um es zu kompensieren. Deswegen mache ich es dann hier zum Beispiel dann auch jetzt wieder weg. Es ist halt wirklich die Frage, wie jetzt dann die Softreifen zum Ende hin sich dann verhalten werden. Ob die wirklich so einen Performance-Gewinn bedeuten oder nicht. Und wir haben Safety Car. Es ist wieder ein Auto, das in Sektor 1 abgeflogen ist. Und wir werden natürlich beide Fahrzeuge jetzt reinholen. Oh, wir haben keine frischen Medium mehr. Wir müssen beide Autos reinholen. Stroll hat einen Unfall. Ja, ich weiß schon, wie der aussieht. Also wir wissen alle, wie er aussehen wird, der Unfall. Wir müssen den nicht sehen. Und wir holen beide Autos rein. Auf geht's. Ich bin gespannt. Norris hat sehr gute Karten. Der wird jetzt auf P... Boah, vor dieser Alfa Romeo Gruppe rauskommen. P6. Perfekt. Das ist extrem stark. Alonso weit hinten natürlich jetzt. Aber auch P12 ist nicht allzu schlecht, ehrlich gesagt. Also ich hätte da mit Schlimmerem gerechnet. Wir brauchen definitiv ein paar Prozente in den Reifen noch. Also ich muss da ein bisschen am Anfang noch schonend unterwegs sein. Huch, geht's jetzt schon weiter? Nee. Okay. War schon kurz verwundert, weil es sehr spät dann kurz mal weggezogen ist. Albon war überrundet? Joe war auch überrundet, okay. Unerwartet. Ich gedulde mich mal mit dem ERS. Ich werde das für die ersten ein, zwei Geraden nutzen, damit die auch wieder ein bisschen Potenzial zum Regenerieren haben. Aber ich werde mich mal ein bisschen zurückhalten damit. Warte mal, bis wir eventuell ein etwas zersplittetes Feld haben oder bis DRS freigegeben ist. Vielleicht bricht dann der Train an einer Stelle. Hier müssen wir... Oder man muss halt einfach situativ darauf reagieren. Also das war jetzt, glaube ich, smart mit Norris zu pushen. Jawohl, oh mein Gott, was macht die KI denn hier bitte? Also, come on, das hättet ihr auch in der Safety-Car-Phase machen können, oder? Wir haben jetzt natürlich zwei Härtegrade Unterschied zu den Autos in Führung liegend.
Bleiben erstmal dahinter. Die Reifen sehen eigentlich ganz gut aus. Wir werden, dadurch, dass wir auch in der Safety-Car-Phase kaum Abrieb hatten, diese eine extra Runde, die hat uns auf jeden Fall geholfen. Wir werden da, denke ich mal, grob bei den 30% bleiben. Und jetzt ist Carlos Sainz auch an der Box. Alonso auf 9. Norris auf 4. Boah. Ich glaube, auch die schnellste Runde kann uns dann nicht wirklich jemand mehr streitig machen. Mit Norris muss ich nur noch kurz gleich Reifen saven und dann sind wir da im safen 30% Bereich. Haben bei 55% auch auf die Leute, die mit hart durchfahren wollen, wirkt sich das jetzt natürlich positiv aus, die zweite Safety-Car-Phase. Die haben anfangs halt eine sehr knapp kalkulierte Abrieb gehabt, ja, da war es anfangs sehr eng, aber die werden jetzt halt eben Bro, was ist hier los? Warum gehen alle nochmal in die Box? Holt Bottas jetzt nochmal Softreifen ab, oder was ist hier gerade Sache? Why? Also während der Safety-Car-Phase Medium-Reifen oder nach der Safety-Car-Phase von mir aus die Soft, das ist noch okay, was Bottas vielleicht macht gerade, aber in der Safety-Car-Phase Soft und dann die Reifen schonen, das wäre, glaube ich, einfach das beste Mittel gewesen, um hier dann nochmal schön nach vorne zu kommen. Mit Alonso im Sekundenfenster ist supi. Ja, die gehen nicht an die Box. Das war auch recht absehbar. Alonso ist an Perez vorbei. Oh mein Gott, Alonso ist gleich an Russell vorbei. Wie ist er da vorbeigekommen in der letzten Kurve? Weil ich wollte schon sagen, der war so weit weg. Also wenn der Abstand halbwegs gering gewesen wäre, dann wäre ich ja mit der Kamera drauf geblieben, aber ich habe da definitiv keine Überholmanöver erwartet. So, Norris hat die Chance gegen Hamilton. Hamilton ist da leider vor ihm und Alonso, Wahnsinn, was der jetzt gerade hier abzieht. Wow. Also, ich bin gerade enorm begeistert. Moment, ich muss auch niesen. Ja, schönes Ding. Weiter geht's. Mit Norris, der sich nach wie vor schwer tut mit den zwei auch letztjährigen Streithähnen. Weil natürlich 2021. 2022 gab's ja nicht so unendlich viel, wo sie sich streiten konnten. Einmal waren sie sich in Brasilien nicht einig. Aber sonst war das eigentlich ja, recht ruhig. Natürlich auch bedingt dadurch, dass sie halt eigentlich WM-technisch nichts gegeneinander zu tun hatten, ja. Die WM letztes Jahr, die ging, ob wegen des Fahrzeugs oder nicht wegen, sondern ob bezüglich Fahrzeug oder Fahrer, letztes Jahr gab es eigentlich nur eine Person in einem Fahrzeug, die Weltmeister werden konnte und das ist halt Verstappen. Durch sehr gute Rennen und natürlich auch ein entsprechend starkes Fahrzeug auch noch, aber das war einfach sensationell, was der da abgeliefert hat. So, mit Norris müssen wir jetzt aber eigentlich nochmal kurz Ressourcen schonen hier und da, ne? Ich sag das ja immer wieder gern, aber oh, vielleicht können wir aber diese eine geschlängelte Passage hier jetzt nutzen und mit Norris ein bisschen wegfahren. Weil das ist wahrscheinlich noch fast besser als Sektor 1. Um eine Sekunde als Abstand aufzubauen und Alonso hat DRS, Verstappen nicht. Man muss natürlich jetzt auch anmerken, wir haben mit beiden Autos Softreifen drauf, also ach komm, Mann ey, nicht schon wieder irgendein popeliger Aston Martin, der jetzt wahrscheinlich keinen Frontflügel hat. Der hat sogar einen Frontflügel, warum sind die denn so arg langsam? Ey, in-game sind auch eh Aston Martin und Williams so wirklich nur für Masochisten, Leute. Wenn ihr wirklich eins dieser beiden Teams nehmen wollt, müsst ihr halt wissen, worauf ihr euch einlasst. Mit Williams kannst du im Prinzip gegen niemanden fighten, auch mit Aston Martin gegen niemanden.
Ja, vielleicht nach ein paar Rennen, nach ein paar fetten Upgrades, aber das ist dann halt auch, wie gesagt, trotzdem erstmal sehr, sehr anstrengend, diese Anfangsphase, und sich da durchzukämpfen ist für jemanden, der ein bisschen weniger Geduld hat, in dem Fall jetzt mich, ein bisschen sehr anstrengend gewesen, und ich habe es da auch nach ein oder zwei Rennen direkt beendet, weil ich wollte ursprünglich tatsächlich mit Aston Martin reinstarten. Ah, schon wieder ein Safety Car. Leute, was ist denn jetzt los? Ocon hatte einen Unfall in Kurve 1. Beide Alpinen sind durch Unfälle in Kurve 1 raus. Und wir haben noch ein paar Rünsche. Das Zappen bleibt draußen. Oh mein Gott, viele weitere Leute gehen rein. Ich glaube, das ist aber jetzt mit Ach und Krach definitiv zu spät. Also, jetzt reinzugehen, war, glaube ich, nicht smart. Ich glaube, Hamilton, der hat jetzt so viel verloren. Normalerweise würde ich ja sagen, hey, wenn du kannst, kurz vor Ende frische Reifen, yo. Aber das ist jetzt, glaube ich, für Verstappen das Worst-Case-Szenario. Für Verstappen, Perez und Vettel, sowie auch für Russell. Oh! Weil die haben immer noch weniger Prozent als zum Beispiel ich noch auf meinen Softs, obwohl die ja auch recht gebraucht sind. Und die haben halt auch die harten Reifen als einziges jetzt im Feld noch. Vier Fahrzeuge mit harten. Norris zieht sofort davon, hat jetzt wieder über eine Sekunde Vorsprung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, damit hier Alonso hoffentlich vorbeizieht und bevor DRS freigegeben wird, dann hoffentlich auch vorne ist und sich dann auch die Sekunde Abstand rausfahren kann. Komm schon, Mate. Du musst das jetzt schaffen. Nice. Das war's. Das haben wir gebraucht. Das haben wir gebraucht und aktuell sind wir auf Kurs 44 Punkte in diesem Rennen hier mitzunehmen. Und ein Hamilton, wie gesagt, das ist jetzt der 10. Platz nur. Schade. So. 2 Sekunden zwischen Norris und Alonso. 1,9 weitere Sekunden zu Verstappen dann. Das ist gut. Wobei, es waren hier 1,6, oder? Ich glaube, ich wollte ursprünglich auf den Abstand zwischen Alonso und Verstappen. War mir dann nicht mehr sicher, wo der Abstand wie genau dann war. Ja, aber wir sind hier super. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute. Also jetzt mal Real Talk. Was ist das? Man muss dazu sagen, ne? Also auch wenn das gerade ein sehr weirdes Szenario ist, was die Strategien angeht. Natürlich muss man dazu sagen, die KI stellt sich oft, was die Strategien angeht, recht schlau an. Aber jetzt gerade ist sie komplett... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich irgendwas... Als wäre irgendwas hier gerade broken, so strategisch. Weil jetzt gerade fahren sie definitiv super unkluge Strategien. Also dass Russell jetzt nochmal auf Soft ist, Perez nochmal auf Soft ist und so. Ermöglicht halt aber auch zumindest einem der beiden Williams möglicherweise einen Punkt mitzunehmen. Und es wird wohl Mick Schumacher, weil der Softreifen hat. Ja, Abstand zu Verstappen bei 3 Sekunden. Ich streichel die Reifen gerade komplett. Nicht nur damit die Fehlerfreiheit gewährleistet ist oder möglichst gewährleistet ist, sondern auch damit wir die Reifen möglichst mit bester Pace noch nach Hause hier schaukeln, während Carlos Sainz mit relativ frischen Mediums gerade noch hier Max Verstappen unter Druck setzen wird. Und auch Charles Leclerc ist da dran und beide Fahrer vor Verstappen wäre mir super recht. Aktuell hätten wir 12 Punkte zwischen Lando Norris und Verstappen. Es wären bis zu 5 weitere Punkte möglich. Wenn Carlos Sainz und dann gleich auch Leclerc und vielleicht sogar noch Bottas vorbeirutschen. Und auch Hamilton hätte noch die Möglichkeit gegen Verstappen. Vielleicht dann doch nicht so wenig smart, was Hamilton da macht, ne? Dass der jetzt da drin war.
Okay, mit beiden Autos nochmal kurz hier alles zünden. Ist das Alonso? Nee, das ist wieder mal ein Aston Martin. Wenn er jetzt Sainz DRS gegeben hat... Ja, ey, die arbeiten halt doch komplett gegen uns, die Aston Martin. Was ist hier los? Auf geht's, Leclerc. Leclerc hat jetzt das Pech, dass Verstappen DRS von Sainz mitbekommt. Aber er könnte trotzdem überholen. Er überholt auch. 5 weitere Punkte ergeben sich nun in den letzten 2 Runden. Für Lando Norris im WM-Kampf gegen Max Verstappen. Norris gewinnt vor Alonso und am Ende war das noch eine Zitterpartie. Weil die Ferrari mit ihren frischen Medium-Reifen doch noch eine recht gute Strategie hatten. Das muss man schon mal sagen, ne? An für sich war die Strategie so isoliert betrachtet im theoretischen Umfeld nicht so gut. Die wurde aber sehr gut dadurch, dass das Safety Car dann mehrfach noch kam und Ferrari irgendwann 60% noch auf den Mediums hatte, während sogar wir auf 30% mit unseren Softs runtergepurzelt sind. Also, krasse Sache, dass Ferrari da noch auf 3 und 4 landet. Hätte ich nie gedacht. Stark. Und Max Verstappen mit der komplett konservativen Strategie ist da auf der 5. Und für uns wäre es aber deutlich schwieriger geworden, wenn wir weiterhin unsere 2-Stopp verfolgt hätten und Verstappen die 1-Stopp verfolgt hätte und es das Safety Car nicht gegeben hätte. Weil dann hätten wir ordentlich aufholen müssen, hätten uns vielleicht auch durch das ein oder andere Fahrzeug da durcharbeiten müssen. Aber so hat es gut geklappt. Und wir haben bei Alonso 40 Punkte, 2 Plätze in der WM gut gemacht. Wir haben bei Lando Norris 93 Punkte, 17 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft vor Verstappen, 23 Vorsprung zu Carlos Sainz, der sich hier den 3. Platz geholt hat, sowohl in der Meisterschaft als auch im Rennen. Und zu Sergio Perez sind es 32 Punkte Vorsprung schon. Und 38 zu Charles Leclerc. Das ist heftig. 4 Punkte Rückstand zu Red Bull, 8 Vorsprung zu Ferrari. Ich würde tatsächlich sagen, die Komponenten, die wir an dieses Fahrzeug dran gepackt haben, die funktionieren bis jetzt alle sehr gut. Und ich hoffe, dass wir dann noch weiterhin ein bisschen vorankommen. Ein ungenutzter Entwicklungspunkt hier bei Dennis Hauger. Gehen wir mal da in die Reaktion. Personal, zack, 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 nö. Ja, Katalonia, wird es da regnen? Schon wieder nicht. Mann, ich würde mir tatsächlich schon mal wieder ein Regenrennen wünschen. Eigentlich. Ja, schade. Unterboden wird bald durch sein. Das ist natürlich auch cool. Skippen wir mal ein paar Tage. Oh, die Aufhängung ist knapp. Oh, 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 7 Tage. Wait. 3 Frontflügel. Ne, jetzt bringe ich wieder die Spielstände ein bisschen durcheinander. Mein Gedanke war halt, ups, also von der Alpine-Karriere aus, wir müssen ja noch einen Heckflügel und einen Frontflügel machen, weil wir haben die ja knapp, quasi kurz vor Ende war das Design ja fertig und wir haben die dann im Eilverfahren gemacht, aber auch dann nur 2 Stück und jetzt haben wir einen neuen Unterboden. Wir gucken mal, wo uns dieser Unterboden hinbringt. Autsch. Ey Leute, weil man in Katalonien auch die niedrigen Kurvengeschwindigkeiten beachten muss. Let's go. Let's go. 2-mal den Unterboden anfertigen. Sollte er beschädigt sein, ey, dann ist es so. Aber das ist jetzt eine gute Möglichkeit, diesen Unterboden zu nutzen. Das ist die perfekte Möglichkeit, jetzt nochmal richtig, richtig, richtig voranzukommen. Und eventuell können wir in Katalonien uns nochmal durchsetzen, schön. So. Moment, ich gucke nochmal. Eine Sache nochmal, Ingenieurteam. Lol. Okay, darauf wurde ich in der Jacques Traktiv-Karriere hingewiesen.
Okay. Krass. Ja, danke an die Leute, die es unter der Jacques Traktiv-Karriere geschrieben haben, dass man da ja die Anzahl der Ingenieure nochmal erhöhen kann. Ah, das ist jetzt natürlich alles nochmal ein bisschen besser geworden dadurch dann. Naja, wie dem auch sei. Leute, nächstes Mal geht's nach Katalonien. Ich hoffe, ihr seid sehr, sehr hyped für dieses Rennwochenende. Ich bin's definitiv und da ich jetzt hier ja schon so die Leistungsvorgaben angefangen hatte, aus Versehen, weil ich mich da reingeklickt hatte, passen wir hier nochmal alles an. Schnellste Runde machen wir jetzt nicht unbedingt. Qualifying-Rang. Mit beiden Fahrern die Top 10 erreichen. Top 8. Let's go. Und das für die nächsten 5 Rennwochenenden. Kriegen wir hin. Nächstes Mal nach Katalonien. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo. Bis demnächst.